Hi Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge Enshrouded. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Lunetra oder auch Luni genannt. Und auf meinem Kanal gibt es neben Enshrouded auch noch Bellride und aktuell Soul Mask. Falls euch meine Videos gefallen sollten, vergesst nicht zu liken, den Abo-Button zu drücken und die kleine Glocke zu aktivieren. Und für die, die mich schon länger schauen, die werden bemerken, dass ich tatsächlich was an meinem Hintergrund gemacht habe. Und zwar zum einen natürlich diese super süße Tafel aufzustellen für meine Community, denn wir sind einfach die Looney Tunes. Ja, liegt ja nahe bei meinem Namen, nicht wahr? Jetzt fehlt nur noch endlich eine Vorhangstange und ein Vorhang, damit diese scheußliche Jalousien auch mal wegkommt. Und jetzt habe ich wieder genug geredet. Wir starten in den Part. Viel Spaß! Let's go. Ja, Leute, also bevor wir richtig loslegen mit dem Spiel, habe ich natürlich wieder ein paar Sachen, die ich euch erzählen muss. Und zwar habt ihr mir gesagt, dass ich mir die Brücke bei Lupas Zuflucht nochmal genauer anschauen soll. Das habe ich gemacht und wie ihr unten in meiner Leiste sehen könnt, habe ich die normalen Steinblöcke hier auch gefunden. Sehr schön, weil das sind eigentlich meine Lieblingssteinblöcke. Und wie ihr hier sehen könnt, habe ich mir auch ein bisschen besseres Essen gemacht. Mehr konnte ich leider aktuell nicht machen. Deswegen ist es halt nur das. Denn ich habe vom lieben Stefan mal wieder einen auf den Deckel bekommen, warum ich mir kein besseres Essen mache. Und du hast ja sowas von recht. Eigentlich ist es ziemlich dumm, aber ich denke halt einfach an sowas nicht. Gucken wir uns den Charakter an. Wie ihr seht, konnte ich mir jetzt tatsächlich, dadurch, dass ich Leder hergestellt habe, auch gleich den außergewöhnlichen Gleiter machen und den großen Rucksack, was ich natürlich auch gemacht habe. Plus, ich habe mir diese drei Rüstungsteile gecraftet. Für die anderen zwei hat es jetzt noch nicht gereicht, aber das werde ich dann auf jeden Fall auch noch tun. Und jetzt sollte ich auf jeden Fall schon besser gewappnet sein für das, was noch kommt. Jetzt ist es halt gerade dunkel, deswegen würde ich mal kurz sagen, dass wir pennen gehen. Und ja, wundert euch nicht, wie es hier ausschaut. Ich habe ja schon gesagt, ich muss mal wieder ein bisschen umbauen. Genau, also ich gehe jetzt pennen und dann starten wir auch schon in unser Abenteuer. Juti, also ausgeruht sind wir, Essen habe ich dabei. Ja, die Steinblöcke könnte ich eigentlich kurz mal hier aufräumen, weil die brauche ich nicht. Kann ich mir vielleicht, ich tue mir mal die Heiltränke hier hin. Das kann ja nicht schaden. Ach so, Pfeile. Die brauche ich nämlich eigentlich dringend. Jetzt weiß ich nicht, welche kann ich mir denn herstellen. Die fossilen Knochenpfeildinger, aber nur einmal. Ja gut, okay. Dann muss ich halt mit Bedacht an die Sache rangehen. Ich habe auch übrigens hier noch die Miasma-Wurzel gemacht und das, glaube ich, habe ich noch geholt oder den. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, einer von beiden. Und jetzt haben wir ja tatsächlich nicht mehr ganz so viel. Also natürlich kommt wahrscheinlich wieder was dazu, aber so wie es gerade ausschaut, ist es nicht mehr so viel. Und das heißt, südliche Karawane. Ich denke, wir machen das zuerst oder sollen wir hier runter? Nee, ich will zur südlichen Karawane. Und jetzt weiß ich natürlich nicht, wir gehen mal zu den Nomadenanhöhen und testen gleich mal den neuen Gleiter aus. Okay, ich muss also straight in diese Direction. Ich hoffe, dass ich dann da auch hinkomme, aber wir werden ja sehen. Ich habe auch Dingsy-Dingsy. Aufwind, falls es mich nicht irgendwie in die richtige Richtung treiben sollte. Und ja gut, ich weiß nicht, lande ich da jetzt? Ich glaube schon. Na gut, dann sind wir halt jetzt einfach mal hier kurz. Ist aber überhaupt kein Thema. Wir laufen einfach weiter nach da. Und jetzt muss ich mal gucken, muss ich durch diese Höhle da durchgehen? Ich weiß es nicht, aber ich schätze mal. Deswegen müssen wir dorthin. Und dann wird es schon schief gehen. Oh, und da sind auch diese roten Drachen, die ihr mal erwähnt hattet. Allerdings tun sie mir zum Glück nichts. Oh, oha, wie gemein. Einfach gelandet und gleich in eine Falle. Ach, wo bin ich denn jetzt hier schon wieder? Mensch, Leute. Okay, ich muss die Waffe wechseln.
Nein. Ach, scheiße. Wisst ihr, was ich jetzt natürlich wieder vergessen habe? Stefan, sag's, schreib's in die Kommentare. Ja, Essen. So, und eigentlich müsste er mir helfen, aber sind natürlich alle Kabutschko, deswegen brauche ich keine Hilfe. Den plündern wir noch und dann esse ich was. Es tut mir leid. Ich habe es verplant. Okay, ja, ich hoffe, das hält mir jetzt dann auch eine Weile. Denn ich glaube, dass ich es gebrauchen kann. Also, was haben wir denn jetzt hier schon wieder für ein Lager? Was geht hier ab? Ihr seid schon wieder da. I see, I see. Dann müssen wir euch ganz schnell mal erledigen. Weil ihr haltet uns nämlich im Erkunden auf. Oder Leute, so schaut's doch aus. Hier ist eine Kiste. Die nehmen wir mit. Ist ja klar wie Kloßbrühe. Wer kennt Klößchen? Von TKKG? So. Du kannst weg. Ältesten Magierstab. Metallschrott. Was ist hier oben so Schönes? Ein Tischchen zum Reparieren. Ist auch nie verkehrt. Machen wir natürlich instant. Und dann ist hier eigentlich auch nichts mehr. Was geht hier? Nix. Sehr schön. Dann können wir auch schon weiter pacen. Ich hoffe, euch gefällt mein Hintergrund. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben. Also mir gefällt es gut. Das Blöde ist, wenn ich das Leuchtschild anmache, dann sieht man es in der Kamera nicht mehr. Aber ich meine, gut, ist jetzt auch nicht so tragisch. Hauptsache, ihr seht es ja so. Gut. Dann sind wir natürlich mal wieder im Miasma. Wie könnte es auch anders sein? Aber das gehört natürlich zum Spiel und deswegen ist es schon gut. Also, so lange haben wir nicht mehr. Noch 80 Meter. Und da haben wir ja auch schon wieder ein Lagerchen. Was haben wir denn hier? Feines Karawanenlager. Und ich glaube, hier ist keiner. Sieht zumindest so aus. Wegpunkt erreicht. Ja, alles klar. Was kann ich hier plündern? Nägel. Soll ich mich zu dir zum Schlafen legen? Ja, komm. Direkt auf ihn drauf. Oh mein Gott. Würde ich in Real wahrscheinlich niemals machen. Hier haben wir, abgesehen von Fledermäusen, Kiste und Eisenpfeile. Ja, sehr schön. Wunderbar, wunderbar. Stoff und Glassplitter habe ich gefunden. Wandbanner bei Bart. Ja, nice. Was haben wir denn hier alles für cooles Zeug? Roter Stoff bei Jägerin. Vergifteter Eisenpfeil. Sehr cool. Und hier haben wir wieder was zu lesen. Tagebuch von Emily Frey, dritter Eintrag. Welch Segen, das Volk von Ostlapis hat Überlebende aus der Karawane gefunden. Angeführt von Königin Jasmina selbst. Als ich ihre Rede hörte, den Wind in ihrem Haar sah, da wusste ich, dass ich ihr folgen würde. Mit der Flamme der Hingabe und des Mutes leuchtet ihr Licht hell gen Neuanfang. Die Königin wundervoll, so entschlossen und ausdauernd. Strahlend, wunderschön. Ich strebe danach, wie sie zu sein, die Menschen zu inspirieren und zu ermutigen. Es schmerzt mich, meine Taverne zu verlassen. Aber solange mein Herz schlägt, werde ich etwas bauen. Ich werde wachsen und durchhalten. Besonders, wenn meine Königin so mutig den Weg weist. Emily Frey. Hey, was ist hier? Ah, noch ein Text. Würzige Grilljuka, liebe Jasmina, gestern Abend war einfach perfekt. Ich bin überglücklich, dass dir meine Kochkünste gefallen haben. Und da du um das Rezept gebeten hast, dachte ich mir, ich lasse es hier, bevor ich mich wieder um die vielen hungrigen Mäuler und Karawane kümmere. Mal sehen, ob du die geheime Zutat errätst. Die gegrillte Yucca der Königin. Einmal Yuccafrucht halbiert in Scheiben und so weiter. Man entferne die Kerne und schneide die Yucca. Okay, ist einfach nur ein Rezept. Heiß und mit viel Liebe servieren. Cool, das haben wir jetzt, glaube ich, auch gelernt, oder? Ich glaube, reparieren brauche ich jetzt gerade nicht. Und hier... Ach, nicht schon wieder schlafen. Plündern.
Okay, dann sind wir hier aber auch durch im Karawanenlager. Notenblatt, Sonnentempelgeschichten. Setzen wir uns das Notenblatt als Ziel. Da war nämlich noch das andere Fragezeichen. Und was ist eigentlich das hier? Schwefel. Ich habe Schwefel gefunden, Leute. Kriegsbanner bei Bart. Ich muss immer an Bart Simpson denken, wenn ich das lese. Vergifteter Eisenpfeil bei Jägerin. Oh, und was ist das da? Lapis Lazuli. Waisentunika unter Alchemist. Sehr schön. Nee, alles klar. Dann weiß ich, dass das hier gibt. Und das soll uns jetzt aber nicht aufhalten. Das kann ich ja auch alleine farmen. Da müsst ihr ja nicht unbedingt mit am Start sein. Wir gucken, dass wir weiter hier unsere Abenteuer erleben. Bruchshafen. Sieht sehr brüchig aus, muss ich sagen. Ja, ja. Der Name ist Gesetz hier. Oh mein Gott, wie fett ist das bitte? Och nee, ich weiß jetzt schon wieder, was auf mich zukommt. Tausende von Monstergegnern. Wo soll ich da überhaupt schon wieder anfangen? Hier ist mal wieder ein Keller. Machen wir uns mal Licht. Ist da was dahinter? Nein, heute nicht. Hier ist also nichts. Und hier so. Oh, Palmholz. Ist ja interessant. Palmholzbett bei Schreiner. Cool. Also langsam lerne ich wirklich viele Sachen. Und der Palmholzblock habe ich auch. Sehr schön. Ich müsste mal gucken, wie viele Blöcke ich eigentlich jetzt schon kann. Ich weiß es nämlich tatsächlich gerade nicht auswendig. Was haben wir hier? Also das sieht schon viel gemütlicher aus als die Betten, die ich so bisher sehe. Was ist denn hier? Nix. Hier haben wir nochmal eine Tür. Hat jemand von euch das schon mal restauriert hier? Das ist nämlich auch eigentlich eine richtig coole Stadt, glaube ich. Richtig groß und erinnert mich irgendwie so an so eine Urlaubsstadt im alten Ägypten oder so. Wow, nein, das wollte ich nicht. Aber hier ist ein Bösewicht. Heute habe ich es wieder mit Reimen. Was meckerst du denn, du Tige? Ich habe doch eine Mission. Und die muss ich erfüllen. Also du stehst mir im Weg. Also wir waren dort oben, wir waren dort. Dann müssen wir jetzt wohl hier runterdüsen. Und uns genau umschauen. Hallo, du Blödmann. Das ist jetzt meine Stadt. War da jetzt eigentlich irgendwas, irgendein Geheimgang oder so? Jaha. Guckt mal. Oh nein, verzieh dich, du Pisspott. Ja, ja. So, ich will eigentlich zu der Kiste. Ah, nö. Mach wieder auf. Schwarzpulverkugeln, die braucht doch kein Mensch. Okay, wo machen wir denn weiter? Da hinten, was ist das hier? Oh, da ist einer gestorben, das war ich aber nicht. Oder doch? Ich glaube nicht. So, wir gehen hier rein. Ah, nee. Da ist nix, da ist nix.
Oh wow, das sieht irgendwie auch cool aus. Voll die süßen Häuser. So, hier war also nichts. Dann gehen wir runter. Und zum nächsten Hausi. Ist denn da der Eingang? Da. Irgendwer hat uns schon die Tür geöffnet. Das ist sehr, sehr freundlich. Das plündern wir natürlich. Cool. Ach, mein Finger juckt. Moment. Das ist belastend. Das sieht ja richtig schön aus, dieses Holz. Ach, wisst ihr was? Ich gehe so runter. Und dann nochmal hier. Okay, dann haben wir die beiden Häuser. Dann kommt das hier. Das sieht mir aber eher aus wie eine, ich weiß auch nicht, Werkstatt, Abstellkammer, ein Spa. Hier so abgetrennte Toiletten sind. Ja, cool. Ist hier irgendwas auf den Dächern? Nein. Dann können wir wieder runtergehen. Da will ich nicht runterfallen. So, dann müssen wir jetzt. Also da waren wir drin, da waren wir drinnen. Oh, hier ist aber auch noch eine Tür. Ach, das ist nochmal ein extra Haus. Okay. Ist da was drunter? Ich glaube schon. Ich denke, da leuchtet es. Ich bin mir aber nicht sicher. Und? Nö. Okay. Habe ich mich wohl vertan? Macht auch nichts. Können wir wieder runter. Und da müssen wir weiter in die Richtung. Okay, hier ist nichts mehr. Hier oben ist auch nichts. Dann haben wir ein Tent mit Kiste. Und den Dietrich nehmen wir gleich mit, aber ich will hier raus. Wieso sind hier auf einmal so viele? Na los, das dauert mir zu lang. Der Hund ist auch tot. Dann jetzt endlich der blöde Bogenschütze. Taverne Frey der Ferne. Quest aktualisiert. Okay, also da oben. Schnell, mach auf. Ach so, da muss ich was lesen. Also bleib zu. Müssen wir doch den zuerst erledigen. Und ich bin bald wieder ein Level nach oben. Kein Honig mit, keine glasierte und gegrillte Yucca und kein Sommerkräutertee, bis meine Imkerpfeife und meine Honigwaben aus Ostlapis ankommen. Bis dahin heißt es cremige Tomatensuppe, gefüllte Paprika und nur noch diese Woche Drachengeier Flügelfilet mit saurer Sahne und Kartoffelspalten. Nur solange der Vorrat reicht. Emily Frey. War also eine begnadete Köchin, die gute Emily. Kenne ich irgendwoher. Jetzt haben wir natürlich hier eine Kiste. Wüstenstadtmauerblöcke. Quest abgeschlossen. Tagebuch von Emily Frey, erster Eintrag. Die Erde wird von Tag zu Tag trockener. Sie zerbröselt zwischen meinen Fingern zu Sand. Ich wische mir die Schweißperlen von der Stirn. Blasse Tröpfchen beflecken das Feld. Sie werden wohl kaum ihren Weg in die Tiefe finden, um die Ernte zu nähren. Ich bete im Stillen, denn meine Lippen sind zu trocken, um zu sprechen. Aber ich ringe mir immerhin ein Lächeln ab, als ich das wenige serviere, das ich habe. Ich habe diese Taverne mit meinen eigenen Händen aufgebaut. Ich kann nicht ruhen und auch nicht gehen. Ich werde diesen Boden bis zum Ende bewirtschaften, wie es meine Vorfahren vor mir schon getan haben, Emily Frey. Aha.
Da hat sie sich also eine schöne Taverne gebaut, die gute Emily. Ach, und hier haben wir das Notenblatt. Am Flussufer. Irgendwann müssen wir mal eine Musikparty veranstalten. Also wer Bock drauf hat, einfach ab in den Discord. Da treffen wir uns dann alle, wenn es soweit ist. Und spielen eine Musi zusammen. Okay, cool. Gehen wir noch in dieses Haus rein. Was könnte denn das hier gewesen sein? Sieht aus wie so ein kleiner Verkaufsladen, gell? Hätte ich gar nicht die Tür schließen brauchen. Ja, okay, dann haben wir ja tatsächlich die zwei Fragezeichen auch. Was sind denn die Sonnentempel-Geschichten? Die sind auch hier. Ist es das Ding da oben? Irgendwie glaube ich, dass es eine längere Geschichte wird hier. Was haben wir hier? Die Wände beben. Stadtbewohner seid gewarnt. Ich kann nicht mehr lesen. Auf jeden Fall hat Elin da was geschrieben. Und hier haben wir einen Speicherpunkt. Und hä? Von wo? Ach, da wird irgendwas erschossen. Ach so, ist jetzt hier gar nichts. Oder wo muss ich hin? Doch hier kann ich doch lang. Oh, wieso liegen die hier alle tot rum? Ist hier irgendwie ein Monster oder so? Leute, was macht ihr mit mir? Ich glaube, ich brauche Licht. Aha, ich verstehe. Da ist so ein Vetter und... er hat mich gesehen. Um Gottes Willen. Ah, ich kann Funken sammeln. Das mache ich. Ah nein, lass mich in Ruhe. Ich möchte nicht mit euch reden. Oh, was ist da? Kein Plan. Also, ich muss den jetzt erstmal besiegen. Brauch mal kurz mein Dingsy-Dingsy. So, wo sind die denn? Nein, das wollte ich nicht. Und das erst recht nicht. Sage mal, da ist wieder was los. Hat der jetzt den anderen Heini da kaputt gemacht? Ich glaube schon. Bin ich blöd oder ich treffe ihn einfach nicht? Guck mal das an. Okay, dann haben wir jetzt den Hayopai schon mal weg. Sind jetzt im Miasma. Was ist hier denn so Schönes? Absolut gar nichts. Und auf der anderen Seite... absolut gar nichts. Ja, schön. Dann öffnen wir diese Tür... und stehen jetzt hier. Im Nirvana. Hier ist auch wieder nichts. Okay, also einfach die Tür weiter. So, hier kommt man hoch und runter. Och nein. Leute, wartet mal, was mache ich eigentlich gerade? Ich ver... hä? Hier bin ich gekommen. Muss ich da hoch? Oder muss ich da runter? Ich gehe lieber runter. Hier heißt es nämlich verfluchter Sonnentempel. Ah, und hier ist auch eine Kiste. Dann schnell aufmachen. Ah, ich kann es nicht öffnen. Stimmt, ich brauche zwei Dinge. Ach, nee. Also muss ich vielleicht doch wieder hoch. Okay, kein Problem. Müssen wir sie halt alle einfach fertig machen. Einen nach dem anderen. Also das, ups, sehe ich aber nicht ein hier.
Okay, der eine ist schon... Was auch immer das für Viecher sind. Sie kennen Lunitri nicht. Lunitri. Lunetra. Kann schon meinen eigenen Namen nicht mehr aussprechen. Vor lauter blöden Männern hier. So, was haben sie denn jetzt verloren? Aha, ein geschärftes Breitschwert. Ist jetzt hier irgendwas? Hier wäre... Ah, hier ist auf jeden Fall ein Knopf. Und wo ist dann dieser andere? Hey, wo ist mein Irrlicht hin? Frechheit. Oh, aua. Bist du deppert? Okay, dann muss das wahrscheinlich noch unten sein. Denn hier habe ich gesehen, kann man ja auch noch lang. Ach ja. Seht ihr, was für ein Schlaubi-Schlumpf ich bin? Da will ich nicht hin. Das heißt, jetzt kann ich hier rein. So, was ist jetzt hier? Ich verstehe das nicht, warum das Ding die ganze Zeit immer aufhört aufzunehmen. Ich habe auf jeden Fall jetzt hier gerade den blöden Sichelscheißer kaputt gemacht. Brutsichel. Und, ich glaube, es hat es nicht aufgenommen. Scheiße. Oh Mann, ich weiß auch nicht, was das immer ist jetzt gerade. Man macht immer irgendwas. Und dann plötzlich... Oh, fuck. Oh Mann. Jetzt bin ich dann gleich im Arsch. Was muss ich denn jetzt hier eigentlich noch tun? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich habe das eigentlich, was ich brauche. Bin mir aber nicht sicher. Ja, keine Ahnung. Ich muss jetzt hier erstmal kurz raus. Ich hoffe, dass er jetzt irgendwie aufnimmt. Ich weiß nicht, inwiefern ich jetzt Aufnahmematerial habe. Ich hoffe, es ist genug, dass wir da ein passendes Video rauskriegen. Wenn nicht, wäre es richtig scheiße, ehrlich gesagt, weil... Ach shit, wo muss ich eigentlich hin? Nee, ich muss nicht da lang, ich muss hier runter. Weil sonst wäre es irgendwie blöd. Ja, natürlich. Wohin da hoch? Und dann bin ich eh raus aus dem Miasma. Okay, Glück gehabt. So, erstmal kurz hier aufladen. Schön. Dann müsste ich mir ja eigentlich jetzt hier mal... Habe ich irgendwie Steine oder was? Nee, ich glaube nicht. Ich brauche Steine. Wo kann ich denn jetzt Steine herbekommen? Ah, hier kriege ich nur Schutt. Okay. Ja gut, dann hilft es ja nichts. Dann düse ich jetzt heim. Und ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob bei der anderen Seite der Start jetzt noch irgendwas ist, was irgendwie nennenswert wäre und ob ihr das sehen möchtet oder ob ich das im Off wieder anschauen soll. Wir reisen jetzt nach Hause. Wie gesagt, ich hoffe, das Aufnahmematerial reicht jetzt. Weil das ist schon stark belastend, dass der immer das... Ich weiß nicht, ob ich da auf die Taste komme vielleicht. Sonst muss ich das wieder ausstellen. Erstmal kurz Popcorn. Oder was noch davon übrig ist. Wir haben jetzt hier auch wieder 3 Ausrufezeichen. Die gucken wir uns aber dann auch im nächsten Part an. Dann haben wir ja für heute schon wieder einiges geschafft. Ich freue mich, dass ich bald Level 25 bin. Und ja, hey, wenn es mir gerade so auffällt, das war ja jetzt Part 50. Krass, eigentlich hatte ich tatsächlich was anderes für Part 50 geplant, aber... Naja gut, es rennt nicht weg. Wir machen das auf jeden Fall, was ich geplant hatte. In dem Sinne, Leute, ich wünsche euch einen schönen Abend und wir sehen uns im nächsten Part. Bye!